geht, hole ich mir noch Insulin, ganz ehrlich. Ich will mich entlachen, damit ich aufnehmen kann. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Video heute mit Annie. Okay. Wir haben einen wunderschönen Mittwoch. Ja, das heißt Mittwochsupdate. Oh, das sind die Analysia draußen! Ja! Okay. Wo gehst du hin? Wir haben. Ich mache eine Volte, eine Gap-Volte. Ach so. Wir haben uns eigentlich schon mehr oder weniger lange entschieden. Nein. Wir haben uns alle angeguckt und die Entscheidung war echt schwer, muss man sagen. Ja. Für Samin. Und wir haben uns nun endlich entschieden. Auf den Fuchs. Die Andalusia kosten 950 Starcoins. Man kann sie ab Spiellevel 5 kaufen. Und sie haben auf Stärke plus 3, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer plus 0 und Agilität plus 2. Und die neuen Anders haben auch keine extra Ausrüstung wie bei den alten Fjordis. Sag doch mal den Namen an, den wir uns ausgedacht haben. Firestorm. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. 3, 2. Firestorm zieht in unseren Stall ein. Anda! Oh, mein Nacken tut weh. Nein, mein Nacken läuft. Und zeige euch gleich die Pferde. Ja, da. Das haben wir jetzt schon aufgenommen. Alter, das kommt rein. Safe. Es war einfach nur zu süß. Haben wir nicht eigentlich oh mein Gott, er ist süß. Er ist so süß. Ja, der ist total süß. So Leute, wir schauen uns jetzt hier nochmal eben die Frisuren an. Vielleicht kaufen wir sogar noch was. Der Lusitania hat jetzt auch eine spezielle Frisur. So. Oh mein Gott, ist hier schön. Wir schauen als allererstes auf die kurze Mähne von allen Seiten. Tatsächlich will ich, glaube ich, die Frisur, die der jetzt schon hat, glaube ich, behalten, wenn mich jetzt wirklich keine andere anspricht. Die Zöpfchen sind eigentlich auch ganz süß so. Ich würde die Zöpfchen aber tatsächlich bei einem anderen Fan. Ja. Nicht beim Fuchs, aber vielleicht beim anderen Andalusia. Vielleicht beim Caramello. Ja, beim Caramello oder so. Aber sonst eigentlich ganz süß. So, die, ich weiß gerade nicht, wie ich sie nennen soll, ich habe gerade den Namen vergessen. Mähne, die Fastlange. Ich sage einfach mal die Fastlange. Die zweitkürzeste eigentlich. Ja. Ja, ich finde den Schopf jetzt nicht so ultra süß. Also nicht, ich finde da den Originalen halt besser. Und die Lange, ja, ich finde es halt ein bisschen gezogen. Sorry für die Hintergrundgeräusche, wenn ihr welche hört. Ja, beim vierten ist halt so, ich finde, er sieht so ein bisschen gezogen aus, weißt du, ich meine? Ja, ich glaube, bei die meisten der Frisuren passen eigentlich zu den anderen Farbgebungen. Ja, so, jetzt nehmen wir uns mal eben die letzte an, also die spezielle. Die spezielle. Da habe ich auch so das Gefühl, ich habe ja auch schon einen Apfelschimmel mit der letzten Frisur gesehen, diese spezielle. Mhm. Und da fand ich, das sah eigentlich richtig gut aus. Aber beim Fuchs eigentlich nicht so, wenn ich mir das so. Ich bin ehrlich, ich finde die Frisuren passen wirklich mehr auf andere Pferdefarben einfach. Weil ich bin ehrlich, zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, dass die halt wirklich mehr auf den Apfelschimmel oder so passt. Oder wenn nicht sogar vielleicht auf Schimmel oder so, weil es einfach. Apfelschimmel habe ich das wirklich schon gesehen. Das ist aber ja, beim Schimmel habe ich es noch nicht gesehen, aber ich könnte es mir halt vorstellen. Also ich behalte die Originalmähne. Ich auch. Ich würde sagen, dass ich mich an sich jetzt schon hier beende und gleich werdet ihr die Gangarten nochmal sehen. Jo. Deswegen also, hast du noch irgendwas Letztes zu sagen? Ich habe für das Stein gezeigt. Ist egal.
Das ist halt wirklich. Okay, Leute. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, tschüss, ciao, bye, keine Ahnung was, und viel Spaß mit den Gangarten. Jo, ciao. Take it back. You know time.